Tagesordnungspunkt auf die Tagesordnungspunkte 10a und 10b. Die Beratung der Anträge der Fraktion der AfD mit den Titeln Statistische Erfassung und Bekämpfung von Vielehen in der Bundesrepublik Deutschland sowie Kinderkopftuch als politisch weltanschauliches Symbol, Verbot in öffentlichen Kindertageseinrichtungen und Schulen. Hier ist die Aussprache für eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte Sie entsprechend, die Plätze einzunehmen. Und das Wort hat für die AfD-Fraktion Mariana Iris Harder-Kühnel. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, gerade in den letzten Tagen ist klar geworden, die angebliche Verschwörungstheorie von der zunehmenden Islamisierung Deutschlands ist tatsächlich erschreckende Realität. Anders lassen sich die Bilder der Pro-Hamas-Demonstrationen auf deutschen Straßen nicht deuten. Zustände, über die Sie sich nun echauffieren, aber Zustände, die Sie herbeigeführt haben. Diese Demonstrationen sind nur der vorläufige Gipfel einer schleichenden Islamisierung Deutschlands, die sich in vielen Facetten äußert, sogenannten Ehrenmorden, Zwangsheiraten, die sich aber auch in der symbolischen Okkupation durch das Tragen von Kinderkopftüchern in Kitas und Grundschulen manifestiert und in Vielehen, die leider immer häufiger werden. All das ist Ergebnis unserer eigenen Schwäche, einer Wogenkultur, die alles eigene und unsere kulturelle Identität sowie unsere Traditionen hasst. Und dieser Selbsthass macht anfällig für Willkommenskultur und für Massenmigration, für Kinder, Kopftücher und für Vielehen. Es wird höchste Zeit, das eigene zu schätzen, statt es dem Fremden zu opfern. Sonst wird Deutschland zu einem Kalifat, und wir wollen kein Kalifat. Wir wollen ein Deutschland, das deutsch bleibt, liebe Freunde. Fangen wir also im Kleinen an. Verbieten wir das Kopftuch für Kinder unter 14 Jahren an Schulen und Kitas. Denn dieses Kopftuch ist für kleine Mädchen nichts anderes als eine ständige körperliche und psychische Disziplinierung. Freies Rennen, Spielen, Schwimmen etc. ist damit kaum möglich. Die Schriftstellerin Fatma Bleser, die als Kind selber gezwungen wurde, ein Kopftuch zu tragen, sieht darin eine Gefährdung des Kindeswohls. Das Kopftuch werde für junge Mädchen zu einer zweiten Haut, die sie ihrer Freiheit und ihrer Kindheit beraubt. Es unterdrückt die Kinder von heute und macht sie zu unterdrückten Frauen von morgen. Und das darf nicht länger sein. Und nein, auch mit Religionsfreiheit hat das Kopftuch nichts zu tun, das Kinderkopftuch. Denn es gibt im Islam kein religiöses Gebot für Kinder, es zu tragen. Und bis vor wenigen Jahren war es in islamischen Ländern völlig unüblich. Der Rechtsstaat darf es nicht tolerieren, wenn kleine Mädchen dazu missbraucht werden, islamistische Botschaften in unsere Kindergärten und Schulen zu transportieren. Denn es ist nichts anderes als politischer Kindesmissbrauch, was hier passiert. Und dieser politische Kindesmissbrauch muss verboten werden, denn er führt zu Parallelgesellschaften, er führt zur Desintegration junger Mädchen und zur Unterdrückung von Frauen. Solche Machtdemonstrationen des politischen Islamismus haben in Deutschland nichts verloren. Das wird dieser Tage deutlicher denn je. Die Franzosen und Österreicher haben das längst erkannt und das Kopftuch an Schulen verboten. In Frankreich übrigens mit den Stimmen der Sozialisten. Schützen wir also junge muslimische Mädchen vor dem Kopftuch und schützen wir Deutschland vor Parallelgesellschaften. Auch Vielehen sind Ausdruck dieser Parallelgesellschaften und sie führen zu einer Paralleljustiz. Und wo das hinführt, zeigen die vielen sogenannten Ehrenmorde. Dem muss Einhalt geboten werden, dem müssen Recht und Ordnung entgegengestellt werden, und zwar unser Recht und unsere Ordnung.
Hierfür ist die statistische Erfassung von vielen Ehen in Deutschland erforderlich. Hierfür ist ein allgemeines Verbot der religiösen Voraustrauung erforderlich. Hierfür müssen im Ausland geschlossene Vielehen annulliert werden. Hierfür braucht es rigorose Strafen bei Verstößen gegen das Verbot der Mehrfachheirat. Kinderkopftücher und Vielehen passen nicht in unser Land. Deutschland darf nicht länger zu einem multikulturellen Versuchslabor verkommen, denn es verträgt diese importierten Konflikte nicht. Es muss sich endlich wieder auf seine Kultur und Tradition besinnen. Deutschland muss endlich wieder deutsch werden. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Anna-Maria Trasnea. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, fragen Sie sich eigentlich bei AfD-Debatten auch manchmal, wie kann man Kinder offensichtlich so sehr hassen? Entschuldigung, muslimische Kinder sind für Sie von der AfD offensichtlich etwas anderes. Ich frage mich aber wirklich, was haben Ihnen von der AfD Kinder eigentlich getan, dass Sie sie immer wieder diffamieren? Denn zum wiederholten Male beschäftigen wir uns hier mit einem Antrag, den die AfD immer wieder aus der Mottenkiste rausholt. Nicht, weil sich etwas an der Faktenlage geändert hat, sondern weil sie schlicht und ergreifend hier es darum geht, erneut Hetze und Spaltung zu verbreiten. Und damit machen Sie sich sehr leicht, sehr geehrte Abgeordnete der AfD. Sie sind an Lösungen von Problemen in Deutschland nicht interessiert. Sie formulieren stattdessen immer wieder ihre alten Anträge neu um und ignorieren dabei geltendes Recht in Deutschland und auch die Meinung von Expertinnen. Sie helfen damit niemandem. Es handelt sich dabei um eine reine Beschäftigungstherapie. Wir kennen also die Muster der AfD. Sie schreien nach Frauenrechten, wenn sie damit Rassismus rechtfertigen wollen. Das haben wir gerade eben erlebt, als auch in der Aktuellen Stunde heute zur Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Sie instrumentalisieren Kinder, wenn sie damit Hass und Hetze gegen Musliminnen schüren können. Sie schaffen Feindbilder statt Möglichkeiten zum Dialog. Und gerade diese Möglichkeiten zum Dialog in Deutschland brauchen wir mehr denn je. Lassen Sie uns also, meine Damen und Herren, zur Debatte kommen, zu dem, was eigentlich wirklich wichtig ist, und weggehen von der AfD, kommen wir in die Realität zurück. Welche Probleme haben Kinder in Deutschland? Viel zu viele Kinder leben in Armut. Ihre Eltern haben nicht genug Geld, um sie am kulturellen Leben und gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Sie haben nicht genügend Geld, um gesund ihre Kinder zu ernähren. Sie haben nicht genügend Geld, um ihnen Unterstützung in der Schule zu bieten. Und im Ergebnis schneiden unsere Kinder viel zu schlecht im internationalen Bildungsvergleichen ab. Da müssen wir noch mehr tun. Und es ist nicht hinzunehmen, wie unfair die Bildungs- und Aufstiegschancen hierzulande verteilt sind. Und dabei jetzt hier die entscheidende Frage: Welche Rolle spielt dabei das Kopftuch? Sie fragen sich das bestimmt. Die Antwort lautet: keine. Hier geht es um dringend notwendige Reformen in unserem Sozialstaat und Bildungssystem. Sie sehen, es geht der AfD nicht um das Kindeswohl. Es geht ihr offensichtlich darum, muslimische Kinder in die Ecke zu stellen. Und deshalb möchte ich diese Scheindebatten nicht länger führen. Wir haben diesen Antrag bereits in unterschiedlicher Form dreimal diskutiert. Und ich möchte lieber gute Politik für alle Kinder in Deutschland tun. Ich war selbst einmal dieses Ausländerkind in der Schule, als ich vor 16 Jahren nach Deutschland gekommen bin. Und nun bin ich in diesem Hohen Hause als Vertretung der Bevölkerung Deutschlands. Und dazu haben nicht Sie beigetragen, auch keine Forderung der Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, sondern der funktionierende Staat in Deutschland und auch eine offene demokratische Gesellschaft. Und ich möchte diese Erfahrungen nutzen, um Kindern, egal ob sie beispielsweise ein Kopftuch, eine Kippa, eine Kreuzkette oder nichts dergleichen tragen, möchte ich gleichermaßen Hoffnung geben, indem wir Ihnen allen gemeinsam sagen, ihr könnt hier in Deutschland Berge versetzen, ihr könnt hier in Deutschland alles schaffen. Und damit das kein leeres Versprechen ist, müssen wir die wahren Probleme hier in unserem Land mit anpacken. Das tun wir auch. Wir wollen Sozialpädagogen und Lehrkräfte unterstützen, dass sie sich um Kinder in Kitas und Schulen gut kümmern können, dass sie diese gut betreuen können. Es braucht Partizipationsmöglichkeiten und Gleichberechtigung, gerade auch erst für Mädchen. Und ob ein Mädchen ein Kopftuch trägt, das entscheidet sie in Deutschland nach geltendem Recht in ihrem 14. Lebensjahr selber. Vorher, wie in allen Religionsfragen, ist das eine Frage der Familien. Und wir brauchen deshalb einen guten Dialog mit den Eltern und Communities in unseren Städten.
Und religiöse Überzeugungen, meine Damen und Herren, sind nichts, was wir als Bundestagsabgeordnete zur politischen Waffe verkehren dürfen. Und deshalb ist unser Anspruch als Sozialdemokratie, vielmehr dazu beizutragen, eine Gesellschaft zu bauen, in der jeder und jede selbstbestimmt entscheidet. Und das ist unser Ziel. Verbote sind es nicht. Und ich möchte, dass alle Mädchen in Deutschland so weit kommen und es schaffen können, was viele andere nicht geschafft haben. Und deshalb möchte ich Ihnen offen begegnen, das Gespräch mit Ihnen suchen, wirklich zuhören und Politik machen, vor allem die sich an Menschenrechte und Fakten orientiert. Das würde ich Ihnen gern auch empfehlen. Aber wir haben Erfahrung in diesem Hause bei den demokratischen Kräften, dass das vergebene Mühe ist. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die Unionsfraktion hat das Wort die Kollegin Dr. Katja Leikert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD arbeitet sich heute in ihrer wertvollen Debattenzeit zum einen an Kindern ab, die Kopftücher tragen. Und aus welchen Gründen auch immer gibt es noch einen zweiten Antrag zum Thema der statistischen Erfassung und Bekämpfung von Vielehen. Inhaltlich zeichnet sich der Antrag zum Kopftuch alleine schon durch die von Ihnen gewählte abwertende Formulierung als Kinderkopftuch durch eine unerträglich geheuchelte Fürsorge für muslimische Mädchen aus. Und der Vielehenantrag beruht auf der Annahme, wir lesen Ihre Anträge ja schon, dass die Anzahl von religiösen Ehen im Inland steigen würde, aber dass man das eben nicht so genau wisse, wie hoch eigentlich diese Anzahl ist, aber deshalb auch unbedingt bekämpfen müsse. Also von der Intention und der handwerklichen Mittelmäßigkeit sind das ganz typische AfD-Anträge, das ist geschenkt. Aber immerhin überraschen Sie wirklich mit einer Sache, dass es jetzt offensichtlich schon zwei Anträge braucht, um einen Debattenpunkt zu füllen. Das ist so ein bisschen, wie wenn Sie im Supermarkt gehen und zwei Würstchen von dem Preis von einem bekommen. Das freut man sich natürlich beim Einkaufen, aber man hat das Gefühl, man ist bei Ihnen ein bisschen wie in einer Ramschecke, frei nach dem Motto Quantität und Stimmungsmache vor Qualität. Und das, Kollegen von der AfD, sind wir hier alle ziemlich leid. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Angebot der AfD ist also, dass wir uns jetzt hier mittags im Kulturkampf-Jargon des Kinderkopftuchs auseinander dividieren. Oder man versucht halt, Frau Haarder-Kühnel, sich mal wirklich mit einem Thema, das durchaus Emotionen weckt, das natürlich kulturelle und religiöse und politische Prägungen hat, aber sich diesem Thema mal unaufgeregt und mit Sachlichkeit zu widmen. Und sachlich gilt es zu berücksichtigen, dass es in Deutschland die Freiheit der Religionsausübung gibt und auch das elterliche Erziehungsrecht unter besonderem staatlichen Schutz stehen. Und zum anderen kann ein staatlicher Eingriff natürlich durchaus gerechtfertigt sein, wenn es zu einer systematischen Benachteiligung junger muslimischer Mädchen kommt oder auch der Schulfrieden gefährdet wäre. Und das ist ja eine wichtige Güterabwägung, über die wir hier diskutieren können. Das betrifft übrigens ganz konkret vor Ort auch Grundschullehrerinnen oder auch in den Kitas wird das diskutiert mit den Eltern. Aber diese Güterabwägung, die nehmen Sie nicht vor. Und was noch viel unglaubwürdiger ist, dass Sie plötzlich in Ihrem Antrag auf Institutionen setzen und Lösungen einfordern, die Sie sonst nur mit Spott übergießen. Seit wann nehmen Sie die Deutsche Islamkonferenz, die Bundeszentrale für politische Bildung, den Europarat und dann auch noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ernst? Den wollen Sie ja eigentlich am liebsten abschaffen. Der soll jetzt aber anscheinend Angebote ausstrahlen, um dieses Thema aufzunehmen. Das sind wirklich billige Showkämpfe und Sie betreiben Symbolpolitik, ausgerechnet auf Kindern, auf dem Rücken von Schulkindern und Kita-Kindern, das lehnen wir wirklich ab. Liebe Kollegin Leikert, möchten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Frau von Storch erlauben?
Ich habe wirklich nur eine ganz kurze Frage. Sie haben uns gerade vorgeworfen, dass wir hier zwei Anträge auf die Tagesordnung setzen, weil wir irgendwie nichts zu sagen haben. Ich blätter in dem Plan eine Seite zurück. Wir haben gerade eben einen Antrag diskutiert von Ihnen unter dem Tagesordnungspunkt 8. Da haben Sie drei Anträge gestellt. Zur Ukraine zum Sieg verhelfen, Ukraine konsequent fortsetzen, Taurus-Marschflugkörper beschließen und Wiederaufbau. Das sind drei Anträge, die Sie gestellt haben. Finden Sie nicht, dass Sie mit zweierlei Maßstab messen, wenn Sie uns vorwerfen, dass wir zwei Anträge auf die Tagesordnung setzen, aber Sie gerade die Stunde davor drei Anträge auf die Tagesordnung gesetzt haben? Also, Frau von Storch, dass Sie regelmäßig Äpfel mit Birnen vergleichen, das ist auch klar. Sie bringen hier ein Thema, möchten ein Thema einbringen und bringen dazu zwei Anträge ein. Das in dieser Form ist wirklich mehr als unüblich. So, ich mache es auch kurz. Der Antrag zum Thema Vielehe, dazu ist eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Weil es einfach ganz, es ist wirklich komplett einfach und da braucht man sich auch gar nicht so in Rage zu reden, Frau Harder-Kühn. Natürlich sind Vielehen in Deutschland zu bekämpfen. Jetzt sage ich Ihnen, was Ihnen vielleicht als Juristin auch geläufig sein könnte. Vielehen sind in Deutschland verboten. So, und wenn Sie dann sagen, Sie bräuchten dazu große Statistiken, dann schauen Sie sich mal die Statistik an vom Pew-Forschungsinstitut in Washington. Weltweit wird dieses Problem, und ich sage nicht, also wie gesagt, es ist ein Problem, sieht jeder so, auf insgesamt 2% geschätzt. In Deutschland, in den westlichen Staaten, Kanada, USA auf 0,5%, übrigens bei Ihren Freunden in Russland auch. Wozu dann dieses Panikgeschreibsel, wenn es sich um ein tatsächlich marginales Problem handelt? Atmen Sie an dieser Stelle bitte einfach auch mal durch. Vielehen will keiner und sie sind verboten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es lohnt sich nicht, die Redezeit von 6 Minuten damit zu füllen. Selbst bei viel Fantasie kann ich nicht feststellen, dass es auch nur eine Person in ihren Reihen, das hatten wir heute Morgen bei der Debatte gegen Gewalt an Frauen gesehen, die sich wirklich ernsthaft um Frauenrechte kümmert und Frau von Storch sich mit Gebrüll auf das sogenannte Kopftuchmädchen zu stützen. Das ist wirklich keine gute politische Kultur. In diesem Sinne lassen Sie uns über die Themen wirklich sachlich beraten. Danke. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort die Kollegin Lamia Kador. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Es tut mir in der Seele weh, wenn Eltern das islamische Bekleidungsverbot bereits von jungen Töchtern umgesetzt sehen wollen, indem sie sie unter ein Kopftuch zwingen. Ich möchte das nicht nur als Innenpolitikerin, sondern auch als Islamwissenschaftlerin und Religionspädagogin deutlich formulieren. Es entbehrt jeglicher theologischer Grundlage im Islam, dies zu tun. Wer so handelt, ist Fundamentalist oder religiös ungebildet und verblendet. Und Überlegungen, Kinder für das spätere Leben, so argumentieren ja häufig Menschen, daran zu gewöhnen, sind rücksichtslos und pädagogisch völlig überholt. Kinder können sich auch nicht freiwillig für ein Kopftuch entscheiden. Der Kerngedanke eines Kopftuchverbots für unter 14-Jährige ist also absolut nicht nachvollziehbar. Der Sinn einer solchen pauschalen Regelung allerdings ist fragwürdig. Expertinnen und Experten wissen das schon lange, weshalb sich automatisch die Frage stellt, wer erhebt solche Forderungen? Welche Motivation steckt hinter solchen Forderungen? Im Bericht des unabhängigen Expertenrates Muslimfeindlichkeit im Auftrag des BMI heißt es über die AfD, sie ist, und ich zitiere, die einzige Partei im Deutschen Bundestag mit einem manifest muslimfeindlichen Programm. Zitat Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, diese islamfeindliche und von Fakten befreite Programm, also dieses Programm, zeigt sich auch in den heutigen Anträgen. Sie wollen über Kinderkopftücher und Vielehen sprechen, ohne im Ansatz valide Zahlen dazu nennen zu können. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hält in einem Gutachten von 2017 ausdrücklich fest, ich zitiere, dem Staat ist es verwehrt, die Glaubensüberzeugungen seiner Bürger zu bewerten oder als richtig und falsch zu beurteilen.
Zitat Ende. Das gilt insbesondere dann, nein, das Zitat ist noch nicht zu Ende, ich führe fort, das gilt insbesondere dann, wenn dazu unterschiedliche Ansichten innerhalb einer Religionsgemeinschaft vertreten werden. Zitat Ende. Wenn Zwang gegen ein Kind ausgeübt wird, lässt der restliche rechtliche Rahmen bereits jetzt Eingriffe in die elterliche Fürsorge zu. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Darüber hinaus hat der Staat nicht zu beurteilen, welche Bekleidungsvorschriften aus religiöser Überzeugung zu befolgen sind. Abgesehen davon, auf religiöse Praxis pauschal mit Verboten zu reagieren, schafft Ausgrenzung und Diskriminierung. Außerdem polarisiert man damit unsere Gesellschaft. Mit einem Kopftuchverbot für Kinder zwingt man Kinder ferner dazu, zu Ende gedacht, sich zwischen Elternhaus und Schule zu entscheiden. Das können wir keinem Kind antun, meine Damen und Herren. Besser ist es daher, den Versuch zu unternehmen, die Eltern mit pädagogischen Mitteln zu erreichen. Die AfD will außerdem islamisch getraute Ehen abschaffen, weil sie für sie automatisch die Vielehe bedeuten. Das ist natürlich mitnichten so. Nicht jede islamisch getraute Ehe ist eine Vielehe. Das ist absurd. Zugleich will sie für den Katholizismus aber eine Ausnahme, weil die Scheidung im Kontext des Sakraments der Ehe im Katholizismus nicht möglich ist und eine erneute Heirat nach ihrer Logik ja eben eine Vielehe darstellen würde, wollen sie diese religiöse Praxis dann eben unberücksichtigt lassen. Ganz einfach, es geht hier nur um den Islam. Nun, der Rechtsstaat ist für diese Partei ein Buch mit 7 Siegeln, ganz offensichtlich, meine Damen und Herren. Denn auch hier gilt, der Staat hat nicht zu beurteilen, ob sich jemand islamisch trauen lässt oder nicht. Und ja, religiöse Trauungen ohne Standesamt sind in Deutschland prinzipiell möglich. Faktisch werden sie aber von den christlichen, jüdischen und muslimischen Religionsgemeinschaften abgelehnt, da sie die standesamtliche Ehe zur Voraussetzung machen. Aber in Wirklichkeit geht es der AfD um eine Absage der sogenannten Verantwortungsgemeinschaft. Man muss sich ja nur mal ihre Anträge durchlesen, die eben die Ampel plant. Und ihr einziges Argument dagegen ist die wenig praktizierte Vielehe im Islam hier in Deutschland. Wir brauchen gegenwärtig kein gesetzliches Verbot, das am Ende weitere Familien- und religionsrechtliche Probleme erzeugt. Wir brauchen personell gut aufgestellte Schulen und Familienberatungsstätten. Wir brauchen Menschen, die kompetent das Gespräch mit Eltern suchen können, um deren wirren Islamvorstellungen vor allem für ihre Töchter aus der Welt zu schaffen. Frau Kador, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Sehr geehrte Frau Kador, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Halten Sie es für richtig, dass in Bayern die Kruzifixe abgehangen werden, aus Respekt vor anderen Religionen, und wir aber einfach sagen, Religion gehört gar nicht mit ins öffentliche Leben und fordern einfach, dass wir sagen, keine Kopftücher im öffentlichen Bereich, in öffentlichen Gebäuden, in Verwaltungen, in Schulen? Vielen Dank für die Frage. Die ist relativ einfach zu beantworten. Tatsächlich gibt es ja ein Gerichtsurteil zu, was vorsieht, dass nicht automatisch hier das Kruzifix abgehängt wird. Da bitte ich Sie, Herr Kollege, sehr genau zu sein. Die Kruzifixe sind nur dann abzuhängen, wenn es mehrere Beschwerden dazu gibt, dass der soziale Frieden gestört ist. Dann ist das Kruzifix abzuhängen. Übrigens gilt das auch für kopftuchtragende Lehrerinnen und Lehrer. Also Lehrer nicht, Entschuldigung, Lehrerinnen. Noch tragen keine Männer Kopftücher. Nein, aber im Ernst, Spaß beiseite. Das gilt ja auch für kopftuchtragende Frauen, also Lehrerinnen, wenn es Beschwerden vermehrt seitens der Schülerschaft oder der Elternschaft dahingehend gibt, dass der soziale Frieden gestört wird, wird die Kollegin ermahnt bzw. angehalten, das Kopftuch abzusetzen. Es gilt hier genauso für Kruzifixe. Und da wir ein Rechtsstaat sind, in dem das Verhältnis von Religion und Staat sehr genau geregelt ist und wir neutral bleiben müssen, gelten solche Verbote und Gebote für alle Religionsgemeinschaften gleichermaßen. Ich fahre fort. Also, wir brauchen Menschen, die kompetent das Gespräch mit Eltern suchen können, um deren wirre Islamvorstellungen vor allem für ihre Töchter aus der Welt zu schaffen. Das kann gerne mit Hilfe von Islamlehrerinnen und Islamlehrern oder auch von örtlichen Imamen und Imamen geschehen, aber eben nicht mit einem Verbot. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist für die Fraktion Die Linke, Gökay Akbulut. Und bevor Sie an das Mikrofon treten oder an das Rednerpult treten, wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Hauses alles Gute zu Ihrem heutigen Geburtstag. Vielen Dank. Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wieder einmal verbreitet die AfD Hass und Hetze gegen Muslime und Eingewanderte.
Weil ihr aber keine neuen Themen mehr einfallen, holt sie einfach einen ihrer alten Anträge aus der Schublade. Und wir werden auch diesmal ablehnen, denn diesem Rassismus, insbesondere dem antimuslimischen Rassismus der AfD, muss immer wieder klar widersprochen werden. In Deutschland trägt nur ein Bruchteil der Mädchen unter 14 Jahren ein Kopftuch. Das Thema hat im Alltag also keine besonders große Relevanz. Trotzdem ist es aber so, dass das Thema Kopftuch immer wieder stark polarisiert in den Auseinandersetzungen. Viele betrachten kopftuchtragende Frauen und Mädchen per se als Opfer männlicher oder religiöser Unterdrückung. Tatsächlich gibt es muslimische Mädchen, die sich ohne Kopftuch freier und emanzipierter fühlen, andere wiederum, wenn sie es tragen. Wichtig ist, dass das Kindeswohl und die Selbstbestimmung im Mittelpunkt steht. Deshalb brauchen wir starke Mädchen und starke Frauen, aber keine Bevormundung durch die AfD. Das Deutsche Institut für Menschenrechte sowie der Grundschulverband lehnen ein Verbot ab. Beide sprechen davon, dass ein Verbot muslimische Mädchen in einem Konflikt führt, der für sie schwer lösbar ist. Hinzu kommt, dass ein solches Verbot die verfassungsrechtlich garantierte Religionsfreiheit von Kindern und Jugendlichen verletzen würde. Zweitens, es benachteiligt nur Mädchen, denn nur sie tragen Kopftuch, während ebenso religiös erzogene Jungen keinerlei Nachteile befürchten müssen. Und drittens richtet sich ein solches Verbot gezielt gegen muslimische Kinder, denn Kruzifix oder Kippa sollen ja weiterhin erlaubt sein. Kopftuch verbieten, Kruzifix und Kippa aber erlauben, das ist eine völlig unzulässige Diskriminierung, das werden wir nicht akzeptieren. Aber der AfD geht es ja ohnehin nicht um eine sachliche Auseinandersetzung. Sie inszeniert sich hier als Verteidigerin der Rechte von Mädchen. Dabei interessiert sie sich gar nicht für das Wohl dieser Kinder oder die freie Entfaltung von Frauen. Die Selbstbestimmung von Frauen treibt die AfD nur dann um, wenn sie damit gegen Migrantinnen und Muslime hetzen kann. Diesen scheinheiligen Pseudofeminismus, den braucht wirklich niemand. Stattdessen brauchen wir finanzielle Mittel für Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere spezifische Angebote für Mädchen. Beratungsstrukturen müssen besser finanziert werden, damit Familien, Schulen, Sozialarbeiterinnen und die muslimischen Communities in Dialog treten und auch gemeinsam Probleme lösen. Noch ein Hinweis zu Vielehen. Vielehen sind in Deutschland verboten und stehen unter Strafe. Und es gibt, anders als es die AfD behauptet, keine Erkenntnisse dahingehend, dass dies eine verbreitete Praxis unter Muslimen in Deutschland wäre. Einvernehmliche, außereheliche Beziehungen mit mehreren Menschen dagegen sind aus guten Gründen nicht verboten und definitiv kein Alleinstellungsmerkmal des Islams oder einer bestimmten Religion. Viele Menschen leben in solchen Beziehungen und gehören keiner Religion an. Wenn mehrere volljährige Personen einvernehmlich eine Beziehung führen möchten, egal in welcher Konstellation, dann ist es auch erlaubt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ersparen Sie uns also daher Ihr reaktionäres Weltbild. Vielen Dank. Und Katja Adler für die FDP-Fraktion ist unsere nächste Rednerin. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und liebe Zuschauer. Gehört das Kopftuch zum Islam als religiöses Zeichen oder ist es vielmehr Ausdruck einer politischen Auslegung dieser Religion? Man ist sich nicht einig. Selbst Muslime oder Koranwissenschaftlerinnen und Koranwissenschaftler sind sich nicht einig. Wie soll dann eine Auseinandersetzung in Kitas und Schulen gelingen? Wie kann eine Erzieherin mit den Kindern in der Kita sprechen, wo diese Kinder doch nur das machen, was ihre Eltern, ihre Verwandtschaft, ihr Umfeld von ihnen erwarten? Wie sollen Lehrerinnen und Lehrer in die Auseinandersetzung mit ihren kopftuchtragenden Schülerinnen gehen, wenn doch nichts klar ist? Wofür steht das Kopftuch? Schauen wir doch mal in den Iran. Shina Mahsa Amini starb, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht richtig trug. Meine Patin, Fatemeh Harbi, wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt,
weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht richtig trug. Sie hat zwei Kinder daheim, die auf ihre Mutter warten. Amita Jarawand starb, weil sie ihr Kopftuch gar nicht trug. 20.000 inhaftierte Freiheitskämpfer im Iran, wovon viel zu viele junge Menschen, Frauen wie Männer, zum Tode verurteilt sind. Todesurteile, die zum Teil auch noch klammheimlich vollstreckt werden, ohne dass sich ihre Familien von ihnen verabschieden können. Hingerichtete Menschen im Kampf um Freiheit, deren Symbol das Kopftuch wurde. So bezeichnete die iranische Fotografin Razal Abdullahi das Kopftuch als ein Symbol der Unfreiheit. Dabei beschrieb sie im September 2022 eindringlich ihre Gefühle aus ihrer Jugend. Ich zitiere mit ihrer Erlaubnis. Als ich ein Teenager war, etwa mit 15 oder noch jünger, dem Alter jedenfalls, in dem jedes Mädchen anfangen muss, auf der Straße den Hijab zu tragen, lehnte nicht nur mein Verstand, sondern auch mein Körper dieses Kopftuch ab. Ich schämte mich, in der Öffentlichkeit auf der Straße damit zu erscheinen. Und es dauerte lange, bis ich die Pflicht, es zu tragen, für mich akzeptieren konnte. Oder zumindest so zu tun, als ob ich mich fügte. Der ersten weiblichen Generalsekretärin des Nationalen Iranischen Schachverbandes, Shoreh Bayat, warf man von regierungstreuen iranischen Medien vor, das Kopftuch bei internationalen Wettbewerben zu locker zu tragen. Der Druck wurde so groß, dass Bayat nicht mehr in den Iran zurückkehren konnte und Asyl in Großbritannien erhielt. Später beschrieb sie den Hijab als ein Gefängnis aus Stoff. Es gibt in islamistischen Staaten wie dem Iran Kopftuchzwang. Das Kopftuch ist mindestens dort Ausdruck frauenverachtender Unterdrückung. Und in Deutschland? Selbstverständlich haben wir in Deutschland Religionsfreiheit. Das ist ein grundrechtlich verbrieftes Recht eines jeden Menschen in Deutschland. Dies schließt auch das Tragen religiöser Symbole und Kleidungsstücke ein, solange das nicht im Konflikt mit anderen Grundrechten steht. Jedes Kind hat ein Recht auf freie Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein grundlegendes Kinderrecht, das in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten ist. Deutschland hat diese Charta 1992 ratifiziert. Damit haben wir uns verpflichtet, jedem Kind jede Grundlage zu geben, dieses Recht zu verwirklichen. Auch und erst recht in öffentlichen Einrichtungen wie Kitas und Schulen, wo insbesondere Mädchen entdecken sollen, welche Fähigkeiten sie besitzen. Man kann wohl der Meinung sein, dass das Kopftuch ein religiöses Symbol ist. Man kann aber genauso gut erkennen, dass es Frauen und Mädchen unterdrückt und ihre Persönlichkeitsrechte verletzt. Diese Auseinandersetzung kann und muss geführt werden, nicht jedoch auf den Köpfen der Kinder in öffentlichen Einrichtungen. Aber fangen wir im Ausschuss doch mal damit an. Herzlichen Dank. Und für die AfD-Fraktion hat das Wort Martin Reichert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir reden heute über zwei Anträge, die das Ziel haben, unsere Identität zu bewahren. Wir reden über unsere Werte und unsere Kultur. Polygamie, die Vielehe, widerspricht eindeutig unserem Rechts- und Wertesystem. Das Kopftuch, insbesondere für Mädchen, das Terre de Femme als Fahne der islamistischen Bewegung bezeichnet, gehört nicht zu Deutschland. Sie alle hier können entscheiden, ob Sie zu deutschem Recht, zum Grundgesetz und zu unseren Sitten und Gebräuchen stehen oder nicht. Sie tragen hier, insbesondere von links, die Rechte von Frauen und Kindern stets wie eine Monstranz vor sich her, aber sie lassen zu, dass diese Rechte in Deutschland unter dem Kopftuch verschwinden, und sie verschließen die Augen davor, dass illegale Ehen in Deutschland praktiziert werden, und das muss hier ausgesprochen werden. Das wollen wir ja feststellen, und jetzt regen Sie sich wieder ab. So, dann geht es weiter.
Die Vertreter aller Parteien außer der AfD bejubeln die Masseneinwanderung aus kulturfernen Ländern. Jetzt manifestiert sich auf unseren Straßen, wie tief verwurzelt der Hass vieler dieser Zuwanderer auf unsere Rechtsordnung ist. Und auch das muss hier festgestellt werden. Aber natürlich haben wir von links nichts anderes zu erwarten. Denn auch Sie als Linksgrüne haben ja Ihre Verachtung für unser Land und unsere Kultur schon seit Jahren ungestraft zur Schau gestellt. Und man darf sich wirklich fragen, warum Sie nicht lange vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Der Grüne Abgeordnete in Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, propagiert allen Ernstes Zuwanderung bis zum Volkstod. Bis 2022 war dieser Mann Mitglied der Kommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes. Wer in diesem Land von Umvolkung spricht, gerät ins Visier des Verfassungsschutzes. Und wer Zuwanderung bis zum Volkstod fordert, der darf den Verfassungsschutz beaufsichtigen. Da muss man sich nicht wundern, dass hier auch im Bereich der Vielehe und des Kinderkopftuchs keine vernünftigen Entscheidungen von Ihnen zu erwarten sind. Und wie Sie uns und unsere Werte hassen, das zeigt auch Frau Sarah Lee Heinrich, die von einer ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft gesprochen hat, die ja offensichtlich von Ihnen zu beseitigen gesucht wird, meine Damen und Herren. Und das werden wir verhindern. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und zu Ihnen von der CDU möchte ich noch eins sagen. Wenn Sie irgendwo noch einen Funken Glaubwürdigkeit bewahren wollen, dann müssen Sie unseren Anträgen zustimmen. Aber ich fürchte, Sie werden es nicht tun. In Deutschland gilt unser Land, unsere Regeln. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Daniel Baldi. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Polygamie, also das Führen mehrerer Ehen, meist zwischen einem Mann und mehreren Frauen, ist für die betroffenen Frauen in der Regel keine Entscheidung aus freien Stücken. Und genau deshalb ist es ja auch in Deutschland verboten. Und deshalb ist doch auch umso klarer, Polygamie steht der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau unvereinbar gegenüber. Daran werden wir auch nicht rütteln und schon gar nicht werden wir zulassen, dass Sie in dieser Debatte und in diesem Antrag hier immer wieder versucht haben zu unterstellen, die Ampel würde Polygamie fördern oder durch die Hintertür einführen wollen. Denn Ihr Vorwurf lautet ja, die geplanten modernen familienpolitischen Ziele der Ampelkoalition würden der Vielehe Vorschub leisten. Und das genaue Gegenteil ist doch der Fall. Es geht eben nicht um ein Rollback in patriarchale Strukturen. Es geht nicht darum, zurück in die 50er zu gehen oder, na, wie Sie das vielleicht wollen, in die 30er. Es geht mit den Vorhaben der Ampel darum, aktuell tausendfach gelebte Familienmodelle auch rechtlich abzusichern, dass diese Menschen gut und in Sicherheit in diesem Land leben können. Und was sind denn die Realitäten in Deutschland? Da gibt es das Pärchen, das schon länger zusammen ist, das für sich auch schon sieht, dass man sein Leben gemeinsam gestalten will, gemeinsam verbringen will, das aber aus welchen Gründen auch immer aktuell für sich sagt, heiraten wollen oder können wir noch nicht. Und die sagen aber auch, wir lieben uns und wir wollen Verantwortung füreinander übernehmen. Wir wollen beispielsweise auch gegenseitig informiert sein, wenn jemandem von uns etwas zustößt. Und genau diese Menschen, und wahrscheinlich kennt doch jeder von uns und jede von uns ein Paar, auf das das zutrifft, auf genau diese Menschen würde doch auch das Modell der Verantwortungsgemeinschaft zutreffen. Das ist keine Vielehe, sondern es bedeutet lediglich beispielsweise einfachere Möglichkeiten für Auskunfts- und Vertrauensrechte, denn uns geht es um die Anerkennung der in unserem Land schon lange existierenden Realitäten, nicht mehr und auch nicht weniger, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Aber wo werden Menschen, zum Beispiel in Regenbogenfamilien, dennoch Steine in den Weg gelegt? Es gibt in Deutschland immer noch nicht die Möglichkeit, dass gleichgeschlechtliche Eltern ab Geburt des Kindes beide als Vater oder Mutter eingetragen sind. Wenn ein gleichgeschlechtliches Paar durch Leihmutterschaft oder Samenspende ein Kind bekommt, dann bleibt ihm nur der Umweg über ein langwieriges und aufreibendes Adoptionsverfahren und am Ende gleichberechtigt Verantwortung für das gemeinsame Kind übernehmen zu können. Und diese beiden Elternteile, die ja sogar schon miteinander verheiratet sind, die durchlaufen dann für das gemeinsame Wunschkind ein Adoptionsverfahren, als würden sie ein vollkommen fremdes Kind adoptieren, inklusive Gesundheitscheck, Vermögenscheck, Besichtigung der eigenen Wohnung durch das Jugendamt. Zwei Menschen entscheiden sich, gemeinsam Verantwortung für ein Kind zu übernehmen, und es scheitert daran, dass manche hier im Haus nicht wahrhaben wollen, dass ein Kind auch zwei Väter oder zwei Mütter haben kann. Das sind Diskussionen von vorgestern, und auch hier wird die Ampel das Familienrecht nach vorne bringen in das 21. Jahrhundert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zu guter Letzt, Ihr Antrag hat ja in der Antragsbegründung mich dann doch etwas zum Schmunzeln gebracht. Und da schreiben Sie, religiöse Ehen haben trotz der rechtlichen Bedeutungslosigkeit in der Bundesrepublik im islamischen Kulturkreis jedoch gesellschaftlich einen höheren Stellenwert als staatliche Lebensbündnisse. Und Sie werfen den demokratischen Fraktionen hier im Parlament ja immer vor, die würden sich nur nach dem woken Berlin-Mitte orientieren und das echte Leben in Deutschland, das würden die ignorieren. Und fragen Sie doch mal, Sie sind ja selbsternannte Retterinnen und Retter des christlichen Abendlandes, fragen Sie doch mal Christinnen und Christen in diesem Land. Gehen Sie mal in ländlichere, vielleicht auch konservativere Ecken in diesem Land. Und da meine ich noch nicht mal das tiefste Bayern, sondern selbst in meinem Wahlkreis Mainz. Wenn Sie da sagen, wir heiraten standesamtlich, dann ist die nächste Frage, ja, und wann heiratet ihr richtig, also so richtig kirchlich? Auch dort, für viele Christinnen und Christen in Deutschland, hat doch die kirchliche Hochzeit einen höheren Stellenwert als die standesamtliche Hochzeit. Und wenn Sie jetzt sagen, das denke ich mir nur aus, ich heirate selbst im Dezember und den eben zitierten Dialog habe ich tatsächlich mehr als einmal geführt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Halten wir also. Danke. Noch haben wir nicht Ja gesagt. Halten wir also fest, die Ampelkoalition will nicht die Vielehe fördern. Verantwortungsgemeinschaft bedeutet die Akzeptanz und Unterstützung heute schon praktizierter Lebensmodelle. Wir werden dafür kämpfen, dass in Regenbogenfamilien und Patchworkfamilien zukünftig auf einer sicheren Rechtsgrundlage füreinander Verantwortung übernommen werden kann. Herzlichen Dank. Da wünschen wir Ihnen viel Erfolg, Herr Baldi, dass es klappt mit dem Ja-Sorgen. Ne? Ja, genau. Also, für die Unionsfraktion ist die nächste Rednerin unsere Kollegin Anne Jansen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite an Herrn Baldi schon mal alles Gute. Ich hoffe, das klappt noch mit dem Ja-Sagen. Zurück zum Thema. Alle Jahre wieder, oder besser gesagt, alle Legislaturen wieder, denn vor ziemlich genau 3,5 Jahren wurde die Forderung nach einem Verbot von Kinderkopftüchern in Kitas und Schulen bereits von der AfD ins Parlament eingebracht, beraten und schließlich abgelehnt. Und zu dieser Zeit war ich noch nicht Teil dieses Parlaments, sondern als Grundschullehrerin tätig, im täglichen Gewusel mit den Kleinen. Und ja, auch ich durfte ein paar Mal, es waren wirklich nicht oft, aber nach den Sommerferien einige Mädchen mit Kopftüchern in der 4. Klasse wieder begrüßen. Ich habe sie vor den Sommerferien verabschiedet, am Ende der 3. Klasse, und nach den Ferien kamen sie mit einem Kopftuch wieder. Und wenn ich dann gefragt habe, warum trägst du jetzt ein Kopftuch, dann sagten die Mädchen auch häufig, na ja, ich habe das jetzt bei meiner älteren Schwester gesehen, bei der großen Cousine, bei einer Nachbarin, und ich möchte so sein wie die großen Mädchen, und deswegen trage ich jetzt ein Kopftuch. Und weil ich auch die Eltern der Mädchen zum Teil über mehrere Jahre schon kannte, erlaube ich mir an dieser Stelle eine deutliche Abgrenzung zu der von Ihnen vorgenommenen Gleichsetzung mit einer islamistischen Denkweise oder Erziehung. Ich schildere diese Erfahrung nicht, um mich aktiv für das Tragen oder für ein Verbot von Kinderkopftüchern auszusprechen. Ich möchte heute auch nicht die Debatte über das Frauenbild in fundamentalistischen Glaubensrichtungen öffnen, aber ich möchte aufzeigen, wie schwierig die Instrumentalisierung eines Stückes Stoff in einem freien und demokratischen Land wie Deutschland ist. Und vor allem
möchte ich deutlich machen, dass die von Ihnen beschriebenen Probleme nicht über ein Verbot von Kopftüchern gelöst werden können. Denn eine mögliche Ideologie kann auch ohne ein Kopftuch weitergegeben werden. Kinder können auch ohne ein Kopftuch unter Zwang aufwachsen und bestimmte Rollenbilder werden auch ohne ein Kopftuch vermittelt. Und ich habe mich zu keiner Zeit durch ein Kopftuch in meinem Erziehungs- oder Bildungsauftrag als Lehrerin eingeschränkt gefühlt. Aber trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieser Kopfbedeckung konnte ich mit den Kindern, mit den Mädchen ins Gespräch kommen über Autonomie und Selbstbestimmung. Und die ein oder andere kam dann auch nach ein paar Tagen wieder ohne ein Kopftuch in die Schule. Die Probleme der äußerlichen Abgrenzung durch Kleidung sind mir als Lehrerin bekannt. Und ich habe sie auch mitgenommen, aber dann eher im Bereich des Tragens von Markenbekleidung und nicht wegen eines Kopftuches. Und auch die Ausübung von Zwang und Druck von Eltern auf ihre Kinder habe ich erlebt. Und leider auch Fälle von Kindeswohlgefährdung oder auch Schlimmeres. Aber alles ohne ein Kopftuch. Und diesen Kindern hätte auch keine Kleiderordnung geholfen. Und damit komme ich auch zum nächsten Punkt in dieser Debatte. Denn bis heute wurde der Zusammenhang des Kinderkopftuches mit einer Kindeswohlgefährdung empirisch nicht belegt. Und bis heute liegen auch keinerlei Zahlen über Mädchen mit Kopftüchern in deutschen Schulen oder deren Motivation zum Tragen, Auswirkungen auf den Lernerfolg, die persönliche Entwicklung, die Integration oder den Schulfrieden vor. Die vorgebrachten Argumente für ein Verbot sind also Annahmen und Mutmaßungen und somit keine rechtliche Grundlage für ein Verbot gegenüber den hohen Rechtsgütern wie eben der Religionsfreiheit oder dem Erziehungsrecht der Eltern. Klarstellen möchte ich an dieser Stelle aber auch, dass auch meine persönlichen Erfahrungen keinerlei Evidenz bieten und auch zu keiner allgemeinen Verharmlosung führen dürfen. Sie stehen in Presseberichten oder Aussagen von anderen Lehrkräften mit gegenteiligen Erlebnissen gegenüber. Und selbstverständlich darf das Tragen eines Kopftuches in einer Kita oder einer Schule auch nicht zu Einschränkungen im Sportunterricht, im Schwimmunterricht oder an der Teilnahme des ganz allgemeinen Tagesablaufes führen. Aber auch in diesen Fällen halte ich den Dialog mit den Kindern und den Eltern immer für das erste Mittel der Wahl. Die Umsetzung eines generellen Verbotes von Kinderkopftüchern, und das haben wir gerade schon gehört, ist in der juristischen Wissenschaft und Lehre umstritten. Juristisch weitgehend unstrittig ist jedoch, dass das Kopftuchverbot verhängt werden kann, wenn es eben zu konkreten Konflikten im Ablauf der Schule nachweisbar, also wenn es nachweislich zu Konflikten kommen kann. Abschließend möchte ich aber noch einmal zu Ihrem Antrag zur eingebrachten Diskussionsgrundlage zurückkommen. Die Religionsfreiheit ist in Zeiten wie diesen eines der höchsten Güter einer freien und demokratischen Gesellschaft. Und weder Juden noch Muslime noch Christen sollten Angst haben, religiöse Symbole offen zu tragen. Der wahre Konflikt liegt hinter diesen Symbolen und ist nicht allein durch ein Verbot zu lösen, genauso wie Ihre islamfeindliche Haltung, die Sie hier immer an den Tag legen. Ihr Antrag ist noch genauso vage wie der von vor 3,5 Jahren, und er zeigt weder Sanktionsmechanismen auf, noch wägt er die Grundrechtsgüter gegeneinander ab. Also wenn Sie mir dann einen Blick in die Zukunft erlauben, dann erwarten Sie in den Ausschüssen auch keinen anderen Ausgang der Beratung als eben genau den von vor 3,5 Jahren. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Nina Starr. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte KollegInnen, liebe Gäste. Ich glaube, an diesem Punkt der Debatte macht es doch noch mal Sinn, darauf zu schauen, worum geht es hier eigentlich genau. Wir haben hier zwei Anträge vorliegen, und da geht es überhaupt nicht um die Zahl der Anträge, sondern es geht darum, wir haben zwei Anträge vorliegen, die inhaltlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Doch die AfD setzt die hier gemeinsam in einer Debatte auf, weil sie sich selber auch gar nicht für den Inhalt dieser Anträge interessieren, sondern lediglich darum, antimuslimische Ressentiments zu schüren, denn das ist die einzige Gemeinsamkeit, die diese beiden Anträge haben. Und besonders dreist ist, Sie haben sich nicht mal wirklich Mühe dabei gegeben, hier etwas Substanzielles zu liefern, sondern Sie haben, das eben Anni Jansen hat das schon gesagt, einfach Ihren Antrag aus der letzten Wahlperiode einfach recycelt, und der wurde damals schon aus guten Gründen abgelehnt. Etwas weniger Prosa hier, ein bisschen Kontra gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Islamverbände da, aber im Großen und Ganzen dasselbe
durchschaubare, unlautere Manöver, um Muslime hier zu diffamieren. Und alles, was meine geschätzte Kollegin Phyllis Pohlert damals gesagt hat, und Lamia Kador hat das eben auch ausgeführt, das gilt noch immer. Natürlich ist es problematisch, wenn Eltern ihren unter Umständen noch kleinen Kindern ein Kopftuch anziehen. Aber die Rechtslage ist hier sehr klar. Die Religionsfreiheit gilt, und das nehmen viele Menschen unterschiedlicher Religionen in diesem Land hier auch zu Recht in Anspruch. Und wie in vielen anderen Fällen auch, übernehmen Eltern die Verantwortung, Entscheidungen für ihre Kinder zu treffen, wenn diese noch nicht in der Lage sind, selber zu entscheiden. Und nur wenn durch diese Entscheidungen das Kindeswohl gefährdet ist, dann kann der Staat eingreifen, und dass er es dann tut, das ist auch richtig. Was hier aber wirklich hilft, das ist nicht Ihr Antrag, sondern Bildungsarbeit bei den Eltern und eine Stärkung der Kinder. Kinder müssen früh, ja, dass Sie Bildungsarbeit nicht verstehen, das ist mir klar, Herr Reichert. Kinder müssen früh erfahren, dass sie selbst entscheiden. Wenn Sie dauernd reinrufen, ich verstehe Sie nicht mehr, aber ich glaube, es war auch nicht so substanziell. Kinder müssen früh erfahren, dass sie selbst Entscheidungen treffen können, und Eltern müssen verstehen, dass Kinder Rechte haben und dass Kinder, ihre eigenen Kinder auch das Recht haben, selbst zu entscheiden. Doch wann immer wir dieses Thema hier im Bundestag diskutieren, dann pöbeln Sie von rechts, meinen, der Staat würde Eltern ihre Rechte, ihr Erziehungsrecht entziehen wollen, was, by the way, überhaupt nicht stimmt und nur zeigt, dass Sie nicht verstanden haben, worum es in dieser Diskussion eigentlich geht. Ihr Verhalten zeigt ganz klar, es geht Ihnen nicht um die Rechte von Frauen und Kindern. Es geht lediglich darum, hier gegen Muslime zu hetzen. Und das machen wir nicht mit. Ich kann Ihnen deshalb jetzt schon sagen, diese beiden Anträge werden wir aus guten Gründen ablehnen. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Thomas Hacker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Wahnmotive der AfD für diesen Antrag müssen wir kein weiteres Wort mehr verlieren. Daher möchte ich meine begrenzte Redezeit für die Analyse der medienpolitischen Forderungen nutzen. Sie fordern heute eine unmittelbare Einflussnahme der Politik auf die redaktionelle Ausrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ansonsten aber doch eher weniger Einflussnahme durch die Politik. Eine Dialektik, die für sich spricht, die vor allem aber eins zeigt, die grundlegenden Mechanismen der deutschen Medienordnung sind Ihnen immer noch fremd. Glauben Sie wirklich, dass sich das Thema Kopftuch als neuer Grundsatz der programminhaltlichen Ausgestaltung der Rundfunkordnung eignet? Ihre hier vorgetragenen, eher kruden Vorstellungen kann wohl niemand als echten Beitrag zu freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung oder gar als Erfüllung demokratischer, sozialer und kultureller Bedürfnisse der Gesellschaft verstehen. Fehlt das Thema in der Berichterstattung? Nein. Wenn man sich in der ZDF-Mediathek nach Kopftuch umsucht, dann bekommt man 271 Ergebnisse. Bei der ARD sind es sogar 303. Die Logofolge zum Kopftuchstreit oder den Islamcheck von Checker Tobi kann ich Ihnen nur empfehlen. Ja, Kopftuch tragende Muslime gehören in Deutschland zum Alltag. Das Recht von Kindern und Heranwachsenden auf eigene Entfaltung und Entwicklung müssen wir schützen. Diese Realität muss man auch journalistisch abbilden, neutral, differenziert, in allen, auch strittigen Perspektiven. Nicht alle Muslime tragen ein Kopftuch. Kinder und junge Menschen an schwierige Themen heranzuführen, ist dabei eine Herausforderung, die eine besonders sensible mediale Aufbereitung erfordert. Zu Recht weist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung darauf hin, dass Fernsehen Kinder leicht überfordern, ängstigen oder verstören kann. Eltern finden heute schon kaum Zeit, ihren Kindern Paw Patrol und andere Formate zu erklären. Wie soll das dann bei sämtlichen Aspekten des Kopftuchs, insbesondere bei Kinderkopftüchern im Kontext des politischen Islam, funktionieren? Gerade junge Erwachsene, die in ihrem Alltag zwischen Tradition, Religion und unserer freiheitlichen Gesellschaft bewegen, ist der Reiz des angeblich Verbotenen und die Suche nach eigener Identität ein kaum beherrschbarer Balanceakt.
Schwierige Debatten müssen wir führen, doch die sollte klug und zielführend erfolgen. Wir müssen die Menschen dort erreichen, wo sie ihre Informationen aufnehmen. Wir werden sie nicht mit dem linearen Programm des öffentlichen Rundfunks erreichen. Hauptinfoquelle heute ist das Internet. Dort gibt es keine sprachlichen Barrieren. Inhalte sind on demand verfügbar und man teilt sie in den sozialen Netzwerken. Der Meinungsforscher Joachim Schulte präzisiert es im Hinblick auf türkischstämmige Milieus und den Erfolg von Nischenprogrammen. Entscheidend sei, dass ein TV-Programm nicht nur 1 bis 2 Stunden täglich oder wie bei den früheren sogenannten Gastarbeitersendungen nur am Wochenende ausgestrahlt werde, sondern als Vollprogramm. Lassen Sie uns also über die richtigen und klugen Maßnahmen reden, zum Beispiel über die Nutzung der von der Deutschen Welle in vielen Sprachen produzierten Sendungen, auch im Inland. Damit beugen wir Quacksalbern und Fake News zum Schluss. Damit fördern wir Verständnis und Toleranz in allen Teilen unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Jasmina Hostert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinderkopftuch und Vielehen, das sollen die großen Themen sein, die Deutschland umtreiben. Das behauptet zumindest die AfD und legt tatsächlich solche Themen in die Kernzeitdebatte. Weder dem Statistischen Bundesamt noch keinem anderen amtlichen Datenhalter liegen zum Thema Kinderkopftuch Daten vor, auf die sie sich berufen könnten. Aber mit Fakten und Daten haben sie es ja eh nicht so. Als Familienpolitikerin bin ich in vielen Kitas und in vielen Grundschulen unterwegs. Ich bin im Austausch mit Familien-, Kinder- und Jugendverbänden, Gewerkschaften, Eltern, Erzieherinnen und Erziehern. Und ich wurde noch nie mit der Thematik Kinderkopftuch konfrontiert. Und viele meiner Kolleginnen und Kollegen komischerweise auch noch nie. Ich kann Ihnen sagen, womit wir in Kitas und Grundschulen konfrontiert werden. Mit verkürzten Öffnungszeiten in den Kitas, mit fehlenden Plätzen in den Kitas, die es für die Eltern schwierig macht, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf miteinander in Einklang zu bringen, mit dem Fachkräftemangel, die für Sorgen bereiten bei den städtischen Verwaltungen und Kita-Leitungen. Das sind die Herausforderungen in der frühkindlichen Bildung und in Grundschulen. Und damit geht der Antrag der AfD völlig an der Realität in Kitas und Grundschulen vorbei. Sie versuchen hier ein großes Problem herbeizuführen, was so nicht existiert. Und was wollen Sie damit erreichen? Sie wollen Stimmung machen, Sie wollen spalten, um wieder irgendetwas zu finden, um kategorisch auf alle Musliminnen und Muslime mit dem Finger zeigen zu können. Und das ist echt ein billiger Versuch. Und glauben Sie nicht, dass wir oder die Bevölkerung darauf reinfallen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir konzentrieren uns lieber darauf, die wirklichen Herausforderungen der frühkindlichen Bildung und in Grundschulen anzupacken. Zum Beispiel mit der Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher wollen wir mehr Erzieherinnen und Erzieher und Fachkräfte gewinnen. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz und dem geplanten Qualitätsentwicklungsgesetz. Mit dem Ausbau des Ganztags und dem Ganztagsförderungsgesetz. Denn uns ist wichtig, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen, insbesondere für Frauen. Und es ist uns ein zentrales Anliegen, dass alle Kinder in die Kita und Ganztagsschule gehen können und so die beste Förderung und die beste Bildungs- und Teilhabechancen erhalten. Und übrigens gibt es keinen besseren Ort der Integration als Kitas und Schulen, wo Kinder lernen, dass es keine Rolle spielt, wo sie herkommen, wo Kinder lernen, sich gegenseitig mit Respekt zu begegnen, Argumente mit Worten auszutauschen und wo sie demokratische Werte beigebracht bekommen. Aber die AfD will ja gar nicht, dass Integration gelingt, denn dann hätte sie ja gar keine Themen, wo sie hetzen könnte. Integration, frühkindliche Bildung, Gleichberechtigung, das sind Themen, die weit von der AfD entfernt sind. Und wenn die AfD von Kinderkopftuchverbot spricht, dann geht es ihr nicht um die Stärkung von Mädchen und die Emanzipation der Frauen. Im Gegenteil. Das Frauenbild der AfD ist sehr rückwärtsgewandt. Sie setzen sich für die Stärkung der traditionellen Familienrolle der Frau ein. Was das konkret heißt. Die AfD möchte, dass Frauen mehr Kinder auf die Welt bringen und Vollzeitmütter sind. Das bedeutet, Frauen sollen ihre Rolle auf, die Rolle der Frauen soll auf
Ehefrau und Mutter beschränkt werden. Kochen, putzen, Kinder betreuen und ohne die Möglichkeit zu haben, ihre eigenen Interessen und Ziele zu verfolgen. Das heißt vor allem insbesondere, finanzielle Abhängigkeit vom Ehemann zu schaffen und Selbstverwirklichung von Frauen abzuschaffen. Das ist das Frauenbild der AfD, und da machen wir ganz sicher nicht mit. Wir schaffen echte Gleichberechtigung für Frauen und Männer, und wir schaffen gleiche Chancen auf Bildung, Teilhabe und eine gute Zukunft für alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft. Das ist unser Weg, und da wird uns die AfD auch nicht aufhalten. Vielen Dank. Für die Unionsfraktion hat das Wort Alexander Hoffmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, die Debatte und auch der Antrag zeigen doch zwei Dinge, die hier sichtbar werden. Zunächst einmal kriegen wir alle sehr schön das Prinzip AfD vor Augen geführt. Die AfD pickt sich ein Problem raus, das es auch durchaus gibt, macht es dann aber mindestens 50 Mal größer, als es ist, und garniert es am Ende mit dem kernigen Satz, wir sind die Einzigen, die sich darum kümmern, was im Übrigen auch falsch ist. Das Zweite, was allerdings sichtbar wird, und das will ich schon auch sagen, ist natürlich die einsilbige Rhetorik der Ampel, die an mancher Stelle eigentlich nur noch darum ringt, die Tatenlosigkeit im Bereich der Migration zu kaschieren, weil zu schnell der Mechanismus kommt, das ist alles populistisch, es gibt kein Problem, und wer dieses Problem anspricht, der macht ja dann die AfD stark. Ich sage Ihnen, beide Haltungen haben eine große Gemeinsamkeit, weil mit beiden Haltungen werden wir die Probleme und Fragestellungen rund um das Thema Migration in diesem Land nicht lösen. Frau Präsidentin, ich glaube, da gibt es eine Kollegin, die es nach einer Frage drängt. Dann frage ich die Kollegin, ob sie denn eine Zwischenfrage. Nein, ich muss den Kollegen fragen, ob er eine Zwischenfrage zulässt. Entschuldigung. Ja, würde ich sehr gerne. Na dann, danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Danke, das ist sehr nett, und das finde ich auch großartig, dass wir hier als demokratische Parteien so gut in den Austausch kommen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Tatsächlich, ich habe ein großes Verständnis für vorhergeschriebene Reden. Und ich musste meine gerade auch ein bisschen umschreiben, weil gerade Ihre beiden KollegInnen da wirklich unfassbar konstruktiv unterwegs waren. Das fand ich wirklich, dass wir hier als demokratische Parteien so gemeinsam aufgetreten sind, um antimuslimischen Ressentiments entgegenzutreten, fand ich sehr gut. Und deswegen wollte ich jetzt einmal doch noch mal leicht kritisch nachfragen, ob Sie eigentlich meiner Kollegin und mir und auch den KollegInnen von FDP und SPD zugehört haben, dass wir natürlich sagen, wir sehen das Problem und wir müssen diesem Problem dringend begegnen, wenn in Einzelfällen Eltern junge Kinder zwingen, das Kopftuch zu tragen. Wir haben gesagt, dem müssen wir mit Bildungsarbeit begegnen, dem müssen wir der Stärkung der Kinderrechte begegnen. Und da wollte ich einfach einmal wissen, haben Sie das gehört? Haben Sie Ihre Rede jetzt nicht schnell genug umschreiben können? Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir als demokratische Parteien hier gemeinsam agieren. Frau Kollegin, ich kann Sie beruhigen. Die Rede ist gar nicht vorformuliert, sondern ich mache mir immer Notizen, um, ich sage jetzt mal, die Debatte zusammenzufassen. Und ganz so eindeutig, wie Sie es gerade gesagt haben, war es ja eben nicht. Und im Übrigen will ich Ihnen sagen, ich stehe total auf den Kampf gegen antimuslimische Ressentiments, weil meine Frau Muslimin ist und meine Tochter im Übrigen auch. Und deswegen ist mir diese Unterscheidung wichtig. Und da ist, ich sage jetzt mal, an mancher Stelle auch das Problem in der Debatte, dass Sie, und das haben Sie ja jetzt gerade auch versucht, dass Sie immer versuchen, jemanden,
damit dann in die Enge zu treiben mit Sätzen, die sich gut anhören, aber am Ende des Tages dazu führen, dass wir anfangen, bestimmte Themen zu tabuisieren in dieser Debatte. Dazu komme ich gleich noch. Und deswegen überlegen Sie sich vielleicht das nächste Mal bei aller Sympathie füreinander und auch für Ihre Wortmeldung einen anderen Einstieg. Ich sage Ihnen, ich glaube, wir brauchen eine Migrationspolitik der Mitte, eine Migrationspolitik mit Haltung und vor allem eine Migrationspolitik mit einem breiten gesellschaftspolitischen Konsens, weil wir nur dann die Kraft haben werden für eine grundlegende Neuausrichtung unserer Migrationspolitik. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das wird doch hier niemand mehr bestreiten können, wenn wir heute ins Land rausschauen, wenn wir die Stimmung im Land aufnehmen, auch die Sorge der Menschen ernst nehmen, dann ist es das, was wir brauchen. Eine Neuausrichtung der Migrationspolitik in diesem Land. Und das werden wir ohne gesellschaftspolitischen Konsens, den Sie mit Ihrer Spaltung, Herr Reichert, Sie brauchen Sie gar nicht melden. Vergessen Sie es doch. Also Wahnsinn. Glauben Sie echt, dass ich von Ihnen eine Zwischenfrage zulasse? Sie sind einfach ein ungehobelter Klotz, der hier nicht reingehört. So. Und meine Damen, meine Herren, diese Kraft werden wir nur mit einem breiten gesellschaftspolitischen Konsens aufbringen. Und wenn wir jetzt doch mal die Themen durchexerzieren, wie Kopftuch, Mehrfachehen, dann muss man doch einfach mal sagen, dass es in der Vergangenheit doch nicht an den politischen Positionen dazu gefehlt hat, sondern es hat an der politischen Mehrheit dazu gefehlt. Und dazu kam dann auch noch das, Frau Kollegin, was ich vorhin angesprochen habe, mit Verlaub, dass es natürlich so war, dass im Bereich Migration kritische Nachfragen immer wieder auch tabuisiert worden sind. Und das Ganze ist an mancher Stelle im Übrigen einhergegangen mit einer, ich sage jetzt mal, regelrechten Ächtung von bestimmten Nachfragen und Entschuldigungen. Das haben auch die Medien bei uns im Land zum Teil betrieben. Und das führte im Ergebnis auch dazu, und auch das ist keine Neuerung, dass wir bis 2016 gesellschaftspolitisch um das Thema Migration herum doch eine völlig andere Stimmungslage hatten, als wir sie nach dem Jahr 2016 und heute feststellen. Und ich will Ihnen dazu auch ein Beispiel nennen. Mein Lieblingsthema in diesen Tagen, nämlich die Debatte um die deutsche Leitkultur. Von der Union angestoßen 2004, von Horst Seehofer vor einigen Jahren wiederholt. Und da haben wir doch genau diese Mechanismen erlebt. Das Ganze ist als rassistische Kampagne verunglimpft worden. Wir sind ja gar nicht in die Lage versetzt worden, mal zu erklären, was wir alles darunter subsumieren würden. Heute in der Rückschau müssen wir sagen, dass der Ansatz eigentlich genau der richtige war. Weil was soll denn eine deutsche Leitkultur anders beinhalten als zum Beispiel das Existenzrecht Israels? Kein Antisemitismus auf unseren Straßen, keine Mehrfachehen, keine Kinderehen, Deutsch predigen in den Moscheen und ein Asylbewerber, der ein Problem hat mit einer Integrationsberaterin, weil sie eine Frau ist, der hat sich offensichtlich das falsche Land ausgesucht. Und ich würde mir wünschen, dass wir bei diesen Fragestellungen uns um das große Ganze kümmern. Und ob Ihnen der Begriff der deutschen Leitkultur gefällt oder nicht, das hat er für sich, nämlich das große Ganze im Blick. Und das ist eben auch die tragische Nachricht für die AfD. Angestoßen wurde das von der Union 2004. Die Wahrheit ist also, wir haben gewusst, wie es geht, da hat sie noch gar nicht gegeben. Wir haben dann, weil wir diese breite Ausrichtung nicht hinbekommen haben, mangels politischer Mehrheiten immer wieder versucht, einzelne Bausteine zu realisieren. Und meine Kolleginnen und Kollegen, da sieht es insgesamt auch gar nicht so schlecht aus. Wenn Sie mal sehen, wir haben umgesetzt die erleichterte Ausweisung bei Sexualstraftaten. Wir haben die Nichtigkeit von Kinderehen durchgesetzt, obwohl der SPD-Bundesjustizminister Heiko Maas das anders gesehen hat und, Entschuldigung, auch die Grünen. Das Verbrennen von Flaggen haben wir in der letzten Legislaturperiode unter Strafe gestellt. Die FDP und die Grünen haben leider dagegen gestimmt. Und wir haben einen neuen Straftatbestand geschaffen, Übergriffe aus Gruppen nach den Erkenntnissen der Kölner Silvesternacht
Das heißt, wir als Union waren alles andere als untätig. Wir würden uns mit Ihnen gemeinsam einen breiten Ansatz wünschen. Vielleicht haben wir in den nächsten Wochen und Monaten die Möglichkeit, das zu vertiefen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und zu einer persönlichen Erklärung erteile ich das Wort Martin Reichert. Ja, Herr Hoffmann, ich möchte Ihnen nur Folgendes sagen. Jemand, der dort vorne geifernd einen anderen als ungehobelten Klotz beschimpft, der hier nicht reingehört, der sollte sich mal in Selbstreflexion üben und sollte vielleicht auch über sich selbst nachdenken. Außerdem entscheidet darüber, wer hier sitzt, das deutsche Volk und zum Glück nicht Sie, Herr Hoffmann, der Sie sich ständig selbst zum Demokraten erklären müssen. Dankeschön. Shahina Gabia für Bündnis 90 Die Grünen ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, heute ist Tag der Toleranz. Ein Tag, an dem gegenseitige Achtung, Akzeptanz und Wertschätzung zelebriert werden soll. Ein passender Anlass, um Vorurteile auf den Prüfstand zu stellen. Also schauen wir uns den tief verwurzelten Rassismus der AfD genauer an. Zum Beispiel im Antrag zum Thema Kopftuchverbot. Wir sind gegen einen Kopftuchzwang, egal ob in Deutschland oder woanders. Das gilt für Frauen und Mädchen jeden Alters. Bei Zwang gegenüber Minderjährigen muss der Staat eingreifen. Hier steht das Kindeswohl im Mittelpunkt. Hierfür haben wir bereits entsprechende Gesetzgebung. Doch klar ist, generelle Kopftuchverbote an Schulen verletzen die Grund- und Menschenrechte. Religionsfreiheit gilt auch für Kinder und Jugendliche. Der Staat hat nicht zu beurteilen, welche Bekleidung aus religiösen Überzeugungen getragen wird. Das gilt für alle Arten religiöser Bekleidung, von der Kippa bis zum Kopftuch. Seit Jahrzehnten wird der sogenannte Hijab politisiert und instrumentalisiert. Er wird als Symbol einer bedrohlichen patriarchalen Ideologie verstanden. Über kein anderes Kleidungsstück entzünden sich derart emotionale und aufgeladene Debatten. Das Kopftuch wird geradezu überfrachtet mit Bedeutung. Die betroffenen Frauen werden diskriminiert, dämonisiert und viktimisiert. Mit all dem werden sie täglich konfrontiert. Debatten über das Kopftuch müssen mit aller gebotener Sachlichkeit geführt werden, und zwar frei von Feindbildern und Vorurteilen gegenüber Musliminnen und Muslimen. Die AfD behauptet, es ginge ihnen um die Rechte von Frauen und Kindern. Also sprechen wir darüber. Muslime mit Hijab sind in Deutschland überdurchschnittlich häufig von Diskriminierung betroffen. Der gerade erschienene Rassismusmonitor zeigt, dass über 2/3 der muslimischen Frauen Diskriminierungserfahrungen bei Ärztinnen machen. Frauen, die einen Hijab tragen, wird Inkompetenz und Unterwürfigkeit unterstellt. Sie werden im alltäglichen Leben systematisch anders behandelt. Bei der Jobsuche, bei dem Wohnungsmarkt, ja sogar, wenn sie in Notlagen Hilfe suchen. Und besonders erschreckend, sie sind überdurchschnittlich häufig Ziel von gewaltsamen Übergriffen. Darüber sollten wir sprechen. Auch behauptet die AfD, dass sie sich um die Teilhabe von Kindern mit familiärer Migrationsgeschichte sorgt. Und ja, hier gibt es Probleme. In Deutschland gibt es strukturellen Rassismus im Bildungssystem. Darüber müssen wir sprechen. Wir müssen uns mit der Bekämpfung von strukturellen Diskriminierung und Rassismus befassen, gerade am Tag der Toleranz. Vielen Dank. Nicole Bauer für die FDP-Fraktion ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jede Frau, jedes Mädchen soll frei von Zwängen selbstbestimmt entscheiden können, ob sie ein Kopftuch tragen möchte. Kein Mädchen in unserem Land darf dazu gezwungen werden. Kein Mädchen muss.
Der Islam ist eine vielfältige Religion. Es hängt von individuellem Glauben ab, ob man ein Kopftuch tragen möchte oder eben nicht. Wie und ob das Kopftuch tragen junge Mädchen in ihrer Persönlichkeit beeinflusst, ist wiederum eine ganz andere Frage. Es gibt erste Erkenntnisse, dass kopftuchtragende Mädchen sich anders entwickeln als Mädchen, die ohne Kopftuch aufwachsen. Soziale Normen und Erwartungen können dazu führen, dass Mädchen mit einem Kopftuch zurückhaltender und weniger selbstbewusst sind. Junge Mädchen hingegen sollten ihre Persönlichkeit jedoch frei entfalten können. Sie dürfen nicht durch äußere Einflüsse eingeschränkt werden. Das ist für uns als FDP oberste Maxime. Diese Debatte erfordert jedoch eine gründliche und differenzierte Diskussion, was man heute wirklich wahrlich nicht an jeder Stelle beobachten konnte. Wir berühren hier grundlegende Fragen zur individuellen Freiheiten, zu Kinderrechten, zur Religionsfreiheit und zum Verständnis unseres säkularen Staates. Diese schwierigen Fragen wird die AfD mit diesem Antrag nicht gerecht. Wir hingegen streben nach Chancengerechtigkeit für alle jungen Mädchen in unserem Land. Wir streben nach einer Welt, in der jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten hat, sein volles Potenzial zu entfalten, unabhängig vom Geschlecht, von der Herkunft, vom Alter oder von der Weltanschauung. Sie hingegen streben nur nach möglichst vielen Klicks. So setzt eben jede Fraktion ihre eigenen Prioritäten. Und für die SPD-Fraktion ist Helge Lind der letzte Redner jetzt in dieser Debatte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hoffmann, so wunderbar Sie Herrn Reichardt abgebügelt haben, was ich vollkommen unterstütze, so wackelig war dann doch leider Ihre Argumentation im Vergleich zu der Ihrer Kollegin. Denn es gibt in diesem Land auch Millionen von Muslimen und Muslimen, die hier geboren sind, die nicht migriert sind. Und auch schon aus Respekt vor denen sollte man im Thema Migration nicht immer gleich die Vermischung mit Islam machen. Denn das ist auch eine Ungleichbehandlung, die ich als unangemessen und unwürdig erachte. Kommen wir aber abgesehen davon zum Eigentlichen und in dem Fall zur AfD. Die AfD beweist Folgendes: Sie sind die Opportunisten des Hasses. Und die Gelegenheit, die Opportunität, die Sie ergriffen haben, benenne ich hiermit. Es ist zum einen der 7. Oktober und die Folgen und zum anderen die anstehende Islamkonferenz. Und da haben Sie sich gedacht, holen wir wieder die alten Anträge, haben teilweise nicht mal die Daten angepasst. Also da stehen Hinweise auf 21 und dann jüngst. Etwas redaktionelle Mühe hätte geholfen und haben das als wunderbare Gelegenheit ergriffen, wie kann man jetzt wieder richtig Stimmung machen gegen Muslime und Muslime. Der Punkt ist nur, ihnen geht es doch 0,0, wirklich 0,0 um die Freiheit, Selbstbestimmung, um die Rechte von Kindern und Frauen. Ihnen geht es aber 100% um den Hass gegen Muslime. Und wie nennt man diesen ganzen Akt auf Deutsch? Heuchelei. Es ist ein mustergültiges Beispiel für Heuchelei. Und dann schreiben Sie auch noch in dem Vielehe-Antrag im Wortlaut, die soziale Realität in der Lebenswelt von Muslimen in der Bundesrepublik Deutschland sieht jedoch ganz anders aus. A, haben Sie gar keine Ahnung im Regelfall von der Lebensrealität von Muslimen, Muslimen, traurigerweise. Zum anderen ist das eine schlichte Lüge. Sie erwecken nämlich den Eindruck, als ob Vielehe die strukturelle Grundsituation in muslimischen Familien wäre. Blödsinn, Irrsinn, Lüge. Und zum anderen sagte Frau Haarder-Kühnel, und das ist ja immer so wunderbar, dass Sie genau die Beweisführung uns schon mal abnehmen, sie sagte, Deutschland muss endlich wieder deutsch werden. Was hat denn das Deutschwerden Deutschlands mit Ausführungen über Muslime zu tun? Ich kann es Ihnen erklären, weil für Sie Muslime und Deutschland ein Gegensatz ist. Das ist blanker antimuslimischer Rassismus. Und wer noch zweifelte, dass es ihn gibt, Sie haben ihn heute bewiesen. Und dafür danke ich Ihnen für diese Arbeitserleichterung. Es kommt aber noch besser. Sie sagen ja, Sie wollen gegen Islamismus kämpfen. Aber in Wirklichkeit sind Sie doch die besten Komplizen von Dschihadisten und Islamisten in diesem Land. Denn wenn die sich das anhören,
dann wenden Sie sich an junge Muslime und Muslime und sagen, ihr seid in diesem Land nicht gewollt, ihr werdet verachtet, aber wir geben euch eine Heimat. Und tatsächlich ist das ja die Botschaft, die Sie aussenden. Ihr Muslime und Muslime seid hier nicht gewollt. Also überlegen Sie sich noch mal genau, wessen Komplizen Sie sein wollen. Und wo ist Ihr Einsatz für die Frauenrechte von Frauen im Iran und in Afghanistan? Wo finde ich Ihre Ausführungen über Femizide mitten in der stinknormalen deutschen Familie im Alltag, wo Kinder und Frauen von Männern verletzt werden? Nichts höre ich davon. Und wenn es Ihnen so um die Freiheit geht, wo sprechen Sie denn über die Freiheit von Frauen mit Hijab, die in der Bahn oder im Bus angepöbelt werden von Frauen mit oder ohne Kopftuch und auch muslimischen Männern, die keine Gleichheitserfahrung machen auf dem Arbeitsmarkt, die diskriminiert werden am Arbeitsplatz, die täglich Rassismus- und Diskriminierungserfahrung machen? Wenn es Ihnen um Freiheit wirklich ginge und um Menschenwürde, dann müssten Sie das aber auch thematisieren. Aber Sie tun es nicht. Stichwort Heuchelei. Und noch ein letztes. Vielleicht als kleiner Hinweis. Sie wollen doch angeblich befreien und retten. Wenn man aber jemanden retten und befreien will, dann braucht es eines, nämlich Respekt und Achtung. Sie wollen aber muslimische Frauen und muslimische Kinder nicht befreien und retten, Sie wollen sie bekämpfen. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage oder der Vorlagen auf den Drucksachen 9314 und 9315 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine weiteren Überweisungsvorschläge. Dann verfahren wir so. Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 33b bis